Ich würde euch nur aufhalten, aber ich gebe dir meinen Ältesten mit. Brun ist jünger und zäher als ich. Ein Kind für ein Kind. Ja, ein Kind für ein Kind. Ich danke dir, Veit. Und dir, Brun. Wir finden sie, Schmied. Ich begleite dich auch. Sehr gut. Wer noch? Wer ist noch ein guter Mann wie Dolph und Brun? An deiner Seite. Ich bin auch dabei. Was ist mit dir, Arnulf? Ihr habt doch schon nach ihr gesucht, du und der Schulze. Ja. Mit einem Hund, der ihre Fährte hatte. Und ihr habt sie nicht gefunden. Eben. Bei gutem Wetter. Ist das ein Nein? Nimm Vernunft an, Schmied. Lass uns einen Plan machen, wie das ganze Dorf nachher suchen kann, wenn der Sturm vorbei ist. Genau. Aber nicht vorher. Ja. Die Heldengeschichten, die man über dich erzählt hat, mit dem Feigling, der hier vor mir steht, nichts gemein, Arnulf. Glaub mir, Ulrich, wie sehr ich wünschte, dass du damit recht hast. Dann ist es also so. 10 Männer. 10 Männer von Wert hat dieses Dorf. 11 mit Veit. Ihr anderen, schämt euch. Aber seid euch gewiss, wenn ihr in Not seid, bin ich an eurer Seite. So wie es sich gehört, Verein aus Quell. Kommt, meine Freunde, finden wir meine Tochter! Dass du keinen Zahn vergisst. Es muss gut werden. Genau wie von Bruder Iglesias beschrieben. Der Reihen Reißzähne 3... Wie beim Fisch, von dem man höret aus dem Ozeane und den man da nennet Haifisch. Danebst 2 kurze Hauer unten, wie bei einem Eberschweine. Und der Sarazenen-Mannessäbel gleich in Länge und Wucht, 2 weitere oben. Das Messer ist für Holzstiel zu schade, Gideon. Es hat Fleisch verdient. Es dürstet nach Mädchenblut, nicht nach Schwälen. Lasst mich! Geht fort. Euch habe ich zu verdanken, dass ich wieder eingesperrt bin. Aber Gideon, wir können nicht fortgehen. Wir sind ein Teil von dir. Es wäre so, als ob du ein Stück deiner Seele verlierst. Das stinkende, garstige Hundsfortstück der Seele, ja. Du tust uns Unrecht. Nur durch uns wirst du zum Heiligen. Der heilige Gideon. Der heilige Gideon. Was redet ihr da? Die kleine Heiden totzustechen war gottgefällig. Du hast die Welt von einer Ketzerin befreit. Dir gebühren Ruhm und Ehre, nicht der Kerker. Aber das werden sie noch begreifen, diese dummen, dummen Mönche. Nein, ihr habt mich auch dazu gebracht, Christinnen zu töten. Früher. Das habe ich nicht vergessen. Aber wer sie waren, Gideon, das weißt du wohl nicht mehr. Huren waren es. Ehebrecherinnen. Gotteslästerinnen. Woher wollt ihr das wissen? Darüber war nichts bekannt. Das haben wir dir schon so oft erklärt. Weil wir den Menschen in die Seele blicken können. Das ist unsere Kunst. Dafür hat Gott uns in dir geformt. Wir sind die Weisheit. Du die Kraft. Wir sind die Erleuchtung, du der Körper. Wir führen dich auf den rechten Pfad. Auf dem du wandelst, einem Engel gleich. Ein Engel mit Schnitzmesser und angespitzten Kreuz. Der Erzengel Michael trug ein Schwert. Er erhob es, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der alten Schlange, die Satan heißt und die uns Menschen verführen will. Seit jeher und bis zum Tag des jüngsten Gerichts.